So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Nun schon in der Season Nummer 6, wo wir nun, naja, nicht so wie ursprünglich gesagt, mit einem Tri-Brigade-Deck kämpfen werden, sondern wir kämpfen, er sagt, weiterhin mit der Schwertseele. Wir kämpfen weiterhin mit der Schwertseele. Wir haben, er sagt, das Tri-Brigade-Deck aufgegeben, was ich, er sagt, zuvor hatte. Und habe damit dann erstmal die Schwertseele ein klitzekleines bisschen verstärkt. Mit was habe ich es verstärkt? Ja, zum einen habe ich den obersten Todfeind Protoss hinzugefügt. Ein Monster, das nicht als Normalbeschwörung beschworen gesetzt werden kann, muss erst als Spezialbeschwörung von der Hand beschworen werden, indem du drei Monster mit unterschiedlichen Eigenschaften vom Friedhof und oder offen von deiner Spielfeldseite verbannst. Kann nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Du kannst ein Monster-Eigenschaft im Spielfeld deklarieren. Zerstöre alle Monster mit der Eigenschaft auf dem Spielfeld. Zusätzlich kann bis zum Ende des nächsten Spielzugs kein Spieler Monster mit der Eigenschaft als Spezialbeschwörung beschwören. Du kannst diesen Effekt von oberster Todfeind Protoss nur einmal pro Spielzug verwenden. Ja, den obersten Todfeind habe ich dann in diesem Deck erstmal hinzugefügt. Und darüber hinaus hier unten im Extra-Deck auch nochmal den Steinbefreier entstiegener Drachit. Ein Monster, was er sagt, dessen Zweiteffekt, er sagt, für uns gut ist. Wenn dein Gegner eine Zauberfallenkarte oder einen Zauberfalleneffekt aktiviert, solange sich ein Wassermonster in deinem Friedhof befindet, Schnelleffekt, du kannst die Aktivierung annullieren und falls du dies tust, zerstöre sie. Einmal pro Spielzug anwendbar, der Effekt. Ja, ansonsten hat sich hier nichts geändert. Wir haben immer noch den Kreuz- und Schlossvogel hier, Kauz- und Schlossvogel hier. Zweimal Adara Tenjigeist. Einmal Maxi, einmal Ascheblüte, einmal Celestial. Da war ich mir eben selbst nicht so ganz sicher. Dann Tenjiga Chitana, Mapura, dreimal Schwertseele von Moye, dreimal Schwertseele von Taya, die unglaubliche Ecclesia, die Tugendhafte zweimal, Dasha, den Schwertseelenstrategen Long Yuan, dreimal dann den Tenjigeist Vishuda und Ashuna. Protoss hier eben gesehen, Raigeki, Harpyen Federwisch, Wiedergeburt, Topf der Begierden, zweimal Fusionsschicksal, dreimal Auftauchen der Schwertseele, Heiliger Gipfel der Schwertseele, vom Grab gerufen zweimal, Ohnmacht der Schwertseele zweimal, Destroyer Phoenix Enforcer, Yatzi, Baxia, Draco Berserker der Tenji, Steinbefreier entstiegener Drachit, Schwertseelen Großmeister Chi Xiao, Blumenbaronin, Schwertseelen Oberherrscher Cheng Ying, da muss ich immer noch mal kurz mal sehen, wie die Namen heißen, Mönch der Tenji dreimal, die Schamanin der Tenji und der Berserker der Tenji, hier auch noch im Deck. Und ja, damit legen wir, sag jetzt mal, los. Wir starten die Duelle. Season 6, Platin Rang 5. Mal sehen, wie das, er sagt, in dieser Season laufen wird. Aber so oder so, eine Sache ist jetzt, er sagt, klar. Ab jetzt wird es sowieso, er sagt, nicht so einfach werden, mit anderen Decks hier im Online-Modus zu bestehen. Weil mit dem Erscheinen der Schwertseele im letzten Monat ist ja sowieso auch so, dass das Meta, dass das Metagame sich sowieso auch ein bisschen angepasst hat. Wir haben weniger Ältlich-Karten als Gegner gehabt. Wir hatten weniger Dryden-Karten als Gegner gehabt. Ja, es wird, er sagt, jetzt um einiges problematischer jetzt immer werden. Überhaupt irgendwelche Duelle richtig zu bestehen. Nun denn, ich aktiviere jetzt als allererstes mal den Harpyen Flederwisch. Und mit etwas Glück können wir, er sagt, sowieso gleich auch schon das Duell gewinnen. Vielleicht können wir das Duell also gleich schon gewinnen. Ja, eventuell können wir, er sagt, dieses Duell gleich schon, er sagt, hier gewinnen. Der Start mit dem Harpyen Flederwisch war, er sagt, schon mal ziemlich gut.
Dagegen kann man jetzt schlecht was sagen. Wir holen uns erstmal den Mönch. Danach mit dem Auftauchen der Schwertseele holen wir uns Moye. Gegen die Ascheblüte gehen wir jetzt vor mit der vom Grab gerufen Karte. Und werden dann so oder so den Sieg jetzt davontragen. Das war jetzt ein bisschen blöd, aber... Gut, gehen wir zum Einsatz über. Einsatz. Ja. Die übliche Situation, wenn manche Leute gegen Schwertseele spielen. Nur meistens die Leute, die er sagt, auch ebenfalls ein Schwertseelendeck spielen... Geben er sagt nicht so leicht auf. Die warten dann auf ihre Chance. Aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich immer noch gang und gäbe. Denke ich, er sagt mal. Tja, mal abwarten, was jetzt. Was ist das denn jetzt? Artillerie-Katapultschildkröte? Keine Ahnung, was das für ein Deck er sagt jetzt ist. Anscheinend ein Gaia-Deck. Ungewöhnlich, sowas Neues mal zu sehen. Aber hey! Auch wenn er sagt, eine Seltenheit ist, mal was Neues im Online-Modus zu sehen. Bewaffneter Drache? Ah, oder ein Drachemonster. Interessant, mal was Neues. Interessant, wir haben mal was Neues. Fahl bewaffneter Drache. Die bewaffneten Drachenmonster haben also, wie es aussieht, auch... Interessant, wir haben wirklich mal was Neues hier. Galaxie Tomahawk, was kann das? Aha. Das ist jetzt auch mal sehr interessant. Ich denke mal, da können wir jetzt nicht gewinnen. Weil jetzt kommt sicherlich... Apollosa, oder? Nein, Harpien Dirigentin. Okay, ungewöhnlich, aber interessant. Ungewöhnlich, aber total interessant, das Ganze jetzt. Aber ich denke mal, jetzt an der Stelle haben wir also keine Chance, das Duell zu gewinnen.
Als nächstes wird sag ein Donnervogel kommen. Ja, bedauerlicherweise können wir das Duell, wie es aussieht, jetzt nicht gewinnen. Denn wie schon gesagt, als nächstes wird der Nebeltal Donneradler oder wie auch immer der kommt, aufs Spielfeld beschworen werden. Der kann dann ein paar unserer Sachen annullieren. Was dann jetzt wiederum nicht gerade sehr gut für uns ist. Ich hab's gewusst. Er wird dieses Monster nutzen, um den Effekt von Nebeltal Goldadler zu aktivieren. Es wird problematisch werden. Es wird jetzt ganz... Warte, er kann den Effekt mehrfach aktivieren? Ja, dann haben wir jetzt ja sowieso verloren. Dann haben wir jetzt ja sowieso verloren, weil ich dagegen jetzt nichts tun kann. Tja, ist zwar blöd gelaufen, aber was hätte ich dagegen jetzt tun können? Meine Effekte wären so oder so wieder annulliert worden. Ein Link-Monster Stufe 4... Oder der Linkzahl 4 wäre dann sowieso demnächst gekommen. Das wäre dann sicherlich, der eine Kodiersprecher gewesen. Dessen Namen ich jetzt auch nicht weiß. Aber ihr wisst ja sowieso alle, welchen ich meine. Tja, da wäre die Niederlage sowieso wieder vorprogrammiert gewesen. Okay, Topf der Begierden aktivieren. Maxe wird gegen aktiviert. Ich aktiviere daraufhin sowieso meine Ascheblume. Also gut. Verdammt nochmal, wir haben einige unserer besten Karten, jetzt verloren. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt in der Tat blöd, dass wir einige unserer besten Karten jetzt schon verloren haben. Aber gut, wir haben noch ein paar Optionen übrig.
Wir müssen jetzt die Karten bloß richtig ausspielen, damit das Ganze jetzt klappt. Okay, und damit hätten wir jetzt, sag ich, schon mal Pech gehabt. Ja, damit hätten wir jetzt schon mal Pech gehabt, aber wir können, immer noch... Was ist das jetzt? Schwer zu sagen. Schwer zu sagen, was wir jetzt an der Stelle machen sollten. Spielmarkensammler. Okay, das jetzt sagt nicht gerade sehr gut. Eine weitere Spezialbeschwörung wäre an der Stelle nun wirklich unnötig. Eine weitere Spezialbeschwörung war jetzt leider unnötig und wir haben jetzt leider auch nicht unsere Spielzüge so machen können, wie wir es erhofft hatten. Ich wollte jetzt eigentlich entweder eine Blumenbaronin oder in diesem Fall sowieso auch den Schwertzählen Oberherrscher beschwören. Aber das hat jetzt leider auch nicht geklappt. Was ist das jetzt? Geschwindigkeitsruid irgendwas? Okay, es wurde eine 4 gewürfelt. Was kann die Karte jetzt? Okay. Okay, da können wir jetzt leider noch nichts aktivieren. Okay. Interessant, dass sich bis jetzt nichts weiter getan hat. Na gut. Wartet mal, kann der eine Schnellsynchro... Nein, er kann keine Schnellsynchro durchführen.
Warte mal, das funktioniert selbst vom Friedhof aus? Aber das geht bloß einmal pro Spielzug, oder? Nur einmal pro Spielzug, das ist gut. Da der Effekt bloß einmal pro Spielzug anwendbar ist, haben wir jetzt noch die Möglichkeit, gegenzuhalten. Oh nein! Wir können Ersack nicht gegenhalten. Ah, das ist blöd. Das ist jetzt nicht gut. Das ist jetzt natürlich ja gar nicht gut. Gibt's doch nicht. Ich kann jetzt, sagt, den Effekt nicht aktivieren. Blöd. Haben wir noch irgendein stärkeres Monster hier zur Verfügung? Nein, wir haben keine stärkeren Monster hier zur Verfügung hier. Oh, das ist so blöd. Mist. Wir haben also jetzt auch kein anderes Tenji-Monster, sagt da. Wir haben bloß den Draco-Berserker der Tenji und ja, wir haben kein Empfängermonster dabei. Wir haben vor allem sogar auch kein Monster dabei, was er sagt, über 2000 Angriffspunkte hat. Das ist so blöd. Wir kriegen jetzt, er sagt, nichts auf die Reihe. Wir könnten Ersack jetzt noch ein weiteres Monster spezial beschwören, das ist ja klar. Wir haben noch die Möglichkeit, ein Stufe 7er Monster zu beschwören. Das ist jetzt immer noch möglich. Nein, das bringt mir jetzt, glaube ich, nichts. Nein, das bringt mir jetzt nichts. Ich wüsste jedenfalls nicht, was ich jetzt da tun sollte. Okay.
Okay, mehr kann ich jetzt ehrlich gesagt nun wirklich nicht tun. Mehr kann ich jetzt leider wirklich nicht tun. Er kann allerdings immer noch den Effekt von Geschwindigkeitsruid Denden Daiko Duke aktivieren. Oder will sich erstmal neue Handkarten holen. Okay, Yahtzee. Durch dich können wir immerhin jetzt noch das Duell gewinnen. Okay, durch dich können wir das Duell noch gewinnen. Das ist irgendwie offensichtlich, dass wir es schaffen können. Welchen Effekt können wir im Friedhof aktivieren? Okay, wir können den Geisteffekt aktivieren. Und jetzt gehen wir mal auf Nummer sicher. Ja, jetzt sind wir immer noch auf Nummer sicher gegangen. Okay, Yahtzee, kehre zurück. Und jetzt gewinnen wir das Duell. Wir waren auf Nummer sicher gegangen und haben jetzt gewonnen. Tja, die Sache mit den Geschwindigkeitsruid-Karten war jetzt schon ein klitzekleines bisschen heikel gewesen. Auch ein Zeichen dafür, dass sich jetzt sowieso die Spieler auch ganz Schwertseele angepasst haben. Oder generell nicht ganz Schwertseele angepasst haben, sondern jetzt sowieso auch noch mal ein bisschen besser geworden sind. Immer eine Schippe besser, immer ein Level höher. Man bleibt natürlich ja nicht immer auf dem gleichen Level hängen oder sitzen. Und es wird natürlich immer gefährlicher. Jetzt kommt die virtuelle Welt zum Vorschein. Ob wir dagegen jetzt überhaupt was machen können, ist auch eine andere Frage. Denn man muss ja jetzt hier auch bedenken, dass ein paar unserer Monster gleich sowieso vom Friedhof verbannt werden, sobald wir die beschwören. Weil Kyubi wird sicherlich von der virtuellen Welt aus beschworen werden.
Und wenn wir dann sowieso noch Pech haben, dann kommt dann sowieso noch das Rang 9 Xyz-Monster. Ach, der wahre Drache-Oberherrscher Dingenskirchen. Dann auch noch auf dem Feld. Dann können wir sowieso gleich keinen Effekt aktivieren. Und dann haben wir sowieso auch wieder verloren. Weil wenn wir mit dem Deck hier keine Effekte aktivieren können, können wir das Duell sowieso gleich aufgeben. Denn der Gegner kann dann eine Runde darauf dann sowieso seine Monsterarmee sowieso wieder weiter aufbauen, aufstocken. Und das war's dann. Wir können gleich ein paar Tenji-Geister beschwören. Wir können Moye beschwören. Dadurch auch noch ein weiteres Monster beschwören, aber... Ja, ich hab's gewusst. Jetzt kommt sicherlich gleich der wahre Drache-Oberherrscher. Ich denke, das ist jetzt sehr offensichtlich. Ja, sehr offensichtlich, was gleich passieren wird. Okay, aus meiner Sicht ja nicht so ganz offensichtlich. Mit dem Wolkenschloss, aber... Ja, das Ganze, was er dann passiert, das war ja sowieso offensichtlich. Der wahre Drache-Oberherrscher, der kommt gleich aufs Feld. Dann sowieso noch weitere Synchro-Monster. Und dann haben wir sowieso keine Chance, das weiterzumachen. Unsere Effekte können wir gleich nicht aktivieren. Ich hab's gewusst. Nein, dann eben der wahre König aller Katastrophen. Aber trotzdem, ich hab's gewusst. Diese Karte kommt. Wir können jetzt nichts gleich aktivieren. Und haben dann gleich verloren. Oh, jetzt wird es noch schlimmer. Ja. Wieso es allerdings jetzt hier nichts angezeigt wird, ist auch komisch. Aber ja, was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir jetzt tun? Es gibt überhaupt nichts zu tun. Jetzt in unserer Runde aktiviert er den Effekt seines wahren Königs. Und all unsere Monsterkarten haben ihre Effekte dann gleich verloren. Wir können dann auch nicht spezial beschwören. Wir können nicht angreifen. Ne, wir haben keine Möglichkeit, jetzt was zu gewinnen. Tja, und wie immer kommt es nun wirklich darauf an, gegen was für ein Deck man spielt. Also im letzten Monat, ja, da war es natürlich auch noch möglich gewesen, locker flockig mit der Schwertseele von Platin Rang 5 zu Diamant Rang 5 zu gelangen. Das habe ich hingekriegt. Aber nun, jetzt wo die Season 6 schon begonnen hat, wird der Rest jetzt nicht mehr so einfach sein. Das Ganze ist jetzt beim besten Willen nicht mehr einfach. Und sehr viel gegen aktivieren können wir jetzt auch nicht. Und ebenso hätte es jetzt wenig gebraucht. Oder wenig gebracht, Auftauchen der Schwertseele zu aktivieren. Es bringt halt nichts.
wüsste auf jeden Fall nicht, was das Elsack jetzt gebracht hätte, hätte ich die Karte aktiviert. Wir hätten ja so oder so kein Würmmonster auf der Hand gehabt, um irgendeinen Effekt zu aktivieren. So, jetzt müssen wir erstmal wieder abwarten. Abwarten, was der Gegner jetzt gleich überhaupt hier zum Zuge bringt. Okay, jetzt kommen, sag mal, wieder all jene Karten zum Zuge, die uns, sag mal, wirklich ziemlich das Leben zur Hölle machen können. Aber vielleicht kann ich, sag, jetzt mit dem Kauz und Schlossvogel dem Gegner ein bisschen nerven. Er kann jetzt, sag, keine weiteren Karten ziehen. Der Harpien Federwisch ist mir jetzt egal. Unschön. Es ist einfach nur unschön. Wir haben jetzt keine richtigen Karten gekriegt. Bis zu diesem Zuge. Komm schon, Celestial Dasher. Bringt mir gute Karten. Ich kann auf jeden Fall nicht behaupten, dass es schlechte Karten sind. Gut, aktiviere mal den Effekt von Max C. Ist jetzt sozusagen auch irrelevant. Ja, ich finde wirklich das jetzt irrelevant. Jetzt habe ich natürlich die Karten auf meiner Seite. Das Herz der Karten. Muss anscheinend noch ein bisschen auf uns warten. Aber ich habe immer noch meinen Strategen auf der Hand. Der Gegner kriegt zwar jetzt eine Karte. Aber wenn alles gut läuft, kann ich dann gleich sowieso gewinnen. Ja, wir bräuchten jetzt, er sagt, nur noch eine richtige Karte. Egal. Es ist egal, wir brauchen bloß eine gute Karte. Ja.
Oh, nee. Okay, der Gegner hat zum Glück jetzt aufgegeben. Der Gegner hat zum Glück jetzt aufgegeben, das Duell. Aber leider kommen wir, er sagt, noch nicht sehr weit in dieser Season. Vielleicht ist es aber jetzt auch so langsam, dass ich auch mal Zeit, dass wir vielleicht unsere Duellkarriere so langsam aber sicher mal an den Nagel hängen. Wir haben jetzt schon immerhin 71 Parts mit diesem Part hier. Und ja, beim besten Willen, wir können uns ja beim besten Willen nicht gerade sehr gut steigern mehr. Habe ich so langsam das Gefühl. Ne, wir können uns ja so langsam sicher wirklich nicht gerade mehr sehr gut steigern. Und wisst ihr was? An der Stelle habe ich ja gesagt, keine Lust, den Gegner noch weitere Karten zu gönnen. Aber ganz offensichtlich... Warte mal, Himmelsjäger? Mobilisierung? Okay, das kommt jetzt ein bisschen unerwartet, das törichte Begräbnis in Bezug auf Himmelsjäger zu sehen, aber naja. Okay, dem Gegner war das Ganze, wie es aussieht, wohl auch ein bisschen zu komisch. Na gut, doch leider kommen wir, sagst du, auch nicht gerade sehr weit voran. Ist nun mal jetzt auch das große Problem, dass man, sagt, selbst hierfür, sagt, kein Geld mehr ausgibt. Naja, die Male, wo ich, sagt, hierbei, sagt, Geld ausgeben habe, war, sagt, bloß ein paar Male. Einmal bei dem ersten Edelsteinangebot und dann, er sagt, einmal ein oder zweimal zwischendurch. Oh, Eisbarriere. Oder Eisbarrieren, das ist auch mal was Neues. Haben wir, er sagt, auch noch nicht gegen gekämpft. Interessant. Okay, ich sehe, er sagt, gleich, er sagt, hier schon wieder einen Frosch uns entgegenhüpfen. Mehr als offensichtlich, dieser komische Kröterich. Ja. Krötelig umwerfend. Ich habe damit gerechnet. Naja, das wird dann sowieso gleich dann sicherlich auch unser letztes Duell des heutigen Tages sein. Naja, vielleicht werden wir das Ganze, er sagt, sowieso auch mit Part 72 vielleicht beenden. Irgendwann muss hierbei sowieso auch mal ein Ende kommen. Und da ich jetzt sowieso, er sagt, auch keine Steigerung unseres Spielens und Schaffen, er sagt, hier sehen kann... würde ich einfach mal sagen, es langt bald. Oder vielleicht lassen wir es, er sagt, jetzt auch mit diesem Part, mit Part 71. Das war nur ein bisschen schade, aber irgendwie denke ich, er sagt, ansonsten kriegen wir nun wirklich, er sagt, kein richtiges Ende zustande bei diesem Let's Play. Okay, krötelig. Was war noch? Ach, hey.
Wieso kann ich jetzt eigentlich kein Fusionsmonster beschwören? Ach so, muss erst gesetzt werden. Das ist jetzt auch blöd. Ich denke eigentlich wirklich, mit Part 71 wäre jetzt das wirklich endlich mal der Augenblick gekommen, das Let's Play zu beenden. Kommt zwar jetzt also vielleicht ein bisschen überraschend, aber beim besten Willen. Irgendwie fehlt einem hierbei jetzt auch ein bisschen die Motivation. Tja, irgendwie fehlt einem jetzt wirklich ein bisschen die Motivation. Wir haben es im letzten Monat geschafft, den Diamantrang 5 zu erreichen. Es war zwar, er sagt, nichts Gutes gewesen. Wir hätten vielleicht noch bis Diamantrang 1 spielen können. Aber, naja. Die Decks an sich werden jetzt sowieso immer besser. Das ist sehr offensichtlich. Die Decks an sich werden jetzt sowieso immer besser. Wir kommen, sagt, wenn wir kein Geld ausgeben, nicht gerade gut hinteran. Oder wir müssen natürlich besser spielen. Aber ich glaube wirklich, jetzt ist der Zeitpunkt wirklich gekommen, wo wir das Ganze jetzt mal beenden können. Ja, ich glaube wirklich, dass langsam aber sicher der Moment kommt, wo wir das Let's Play beenden können. Yu-Gi-Oh! Master Duel Part 71. Der letzte Kampf der Schwertseele Ende. Ich denke mal, das könnte man so machen. Und ich glaube eigentlich, so schlimm ist das jetzt eigentlich auch nicht. Ja, ich glaube, er sagt wirklich, nach diesem Duell beenden wir, sagt das Let's Play. Wenn dann irgendwo die Begeisterung am Ende irgendwie ein bisschen abhanden kommt, tja, dann kann man eigentlich auch nichts dagegen tun. Naja, aber wir haben immerhin jetzt noch ein paar klitzekleine Extra-Optionen übrig. Es sei denn natürlich,
Ja, natürlich. Jetzt sagt noch eine Synchro-Beschwörung. Dann kommt der Heletrischula, der Drache der Eis. Okay, jetzt kommt da irgendwas Unerwartetes, mit dem ich nicht rechne. Hat das Ding einen Schnelleffekt? Tja, damit wäre jetzt nun wirklich das Ende eingeleitet. Ja, das war's. Es ist zwar ein unschönes Ende jetzt gewesen. Aber jetzt langt es. Es reicht jetzt vollkommen. Es war jetzt ein bisschen schade, dass wir Ersak jetzt keine weiteren Events der Ersak mehr mitspielen werden. Oder generell, dass wir das Spiel jetzt nicht weiterführen. Aber hey, irgendwann muss man Ersak so ein Let's Play auch mal beenden. Es ist generell dann sowieso Ersak auch ein Let's Play, was eigentlich kein richtiges Ende ja hat. Muss man eigentlich sagen. Man kann Ersak immer und immer wieder weiterspielen, aber... Nee. Mir fehlt jetzt wirklich irgendwie so recht die Motivation. Und weitere Decks kann ich Ersak jetzt ja eigentlich auch nicht erstmal vorstellen. Man muss dann Ersak sowieso auch erstmal wieder warten, bis man erstmal wieder ein paar Juwelen zusammen hat. Oder man müsste sich Ersak Juwelen kaufen. Aber ich muss ehrlich sagen, ab diesem Punkt ist mir das irgendwie ein bisschen zu schade. Zu Anfang, ja, da habe ich Ersak, wie schon gesagt, auch ein bisschen... Geld mal ausgegeben. Aber am Ende hat sich das auch nicht gerade sehr gelohnt. Es war dann auch irgendwie ein bisschen Unzufriedenheit mit dem Spiel. Und generell... Ah, es gab keine Antwort vom Spielserver? Okay, dann gehen wir jetzt einfach mal kurz ins Hauptmenü. Mal sehen, wo war denn das? Zurück zum Titelbildschirm, ja. Gehen wir einfach mal zurück zum Titelbildschirm. Passt ja jetzt irgendwie auch. Ja, auf alle Fälle, es hatte mir Ersak Spaß gemacht, das muss man ja sagen. Yu-Gi-Oh! Master Duel, ein gutes Spiel. An einigen Ecken ja sowieso ja auch fordernd gewesen, ist ja klar. Je nachdem, gegen was für ein Deck man gespielt hat. Je nachdem, was für Solo-Modus-Herausforderungen man hatte. Aber, ja, jetzt ist es wirklich gekommen, dass das Ende jetzt da ist. Da bin ich mir jetzt sicher. Wir hatten viele Duelle gehabt. Wir hatten interessante Duelle gehabt. Wir hatten Aufreger-Duelle gehabt. Wir hatten nervige Duelle gehabt. Wir hatten schnelle Gegner gehabt. Wir hatten langsame Gegner gehabt. Wir hatten generell viele verschiedene Gegner. Und naja, Decks gesehen. Und nun, ja. Nun ist das Ende, sagt da. Yu-Gi-Oh! Master Duel ist ein gutes Spiel. Free-to-play ist natürlich ja klar. Wenn man natürlich allerdings neue Karten haben will. Und das natürlich schnell, da muss man natürlich Geld ausgeben, um Juwelen zu kaufen. Aber dann ist es natürlich auch noch nicht mal so ganz klar, ob man dann mit den gekauften Juwelen überhaupt die Karten kriegt, die man haben will. Naja. Wie dem auch sei, mehr habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht zu sagen. Der 71. Part von Yu-Gi-Oh! Master Duel hatte zwar jetzt kein sehr gutes Ende gehabt, aber generell, dieses Let's Play hat ja auch kein richtiges Ende. Und damit würde ich jetzt erstmal sagen, ihr wart ein wunderbares Publikum gewesen. Und ihr seid immer noch ein wunderbares Publikum. Das ist ja klar. Ja, und ansonsten ist das jetzt das Ende. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein bei diesem Projekt. Aber nun... ist Ende. Gelände. Ende.